Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's viermal euer Gunshot und wir sind wieder bei The Division und bei The Division 1.5, um genau zu sein. Und das heißt Überleben, also Survival ist fertig mit drin. Ja, und dann möchte ich natürlich euch mal mitnehmen, was sich denn bis jetzt geändert hat am Überleben. Ihr kennt ja wahrscheinlich noch mein altes Video aus der PTS-Zeit. Und ja. Mal die Unterschiede feststellen, ob es welche gibt und natürlich auch mal versuchen, wieder zu überleben und auszufliegen. Und zu gucken, wie lange hier die Warteschlange dauert. So, da sind wir denn. In Schwarz. Da kennt uns bestimmt auch keiner. Weiß, wäre vielleicht noch besser gewesen, aber man sieht ja nicht bei Wünsch hier was. So, örtliche Infektion. Medikamentes. Die werfen wir wieder direkt ein. Aber ich habe den Stoff noch nicht gefunden. Der liegt hier da. Ist ja nicht so, dass die 10.000 Klamotten rumliegen. Warum kann ich mir daraus nicht irgendwas anfertigen? So, und dann gucken wir gleich mal. Helikopterabsturz, da haben wir ihn. Wo gehen wir raus? Okay, da vorne. Ist ja gut, ich werde gezwungen. Hallo. Und raus in die Kälte. Hätte ich mir vielleicht einen Charakter nicht unbedingt mit Glatze machen sollen. Der friert umso schneller. Alter. Fuck you. Ich warne dich. Ich will Solo spielen, meine Freunde. Deswegen nehme ich die Einladung nicht an. Aber ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt töten. Ja, geh rein da. Ich komme nicht mit dir mit, mein Freund. Ich gehe zum Helikopterabsturz. Soll er auch ein bisschen was finden. Aber wir machen hier Solo-Dolo. Oh, oh, Dr. Strange ist schon tot. Was für Übermächte sind hier am Werk? Na komm, 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 komm. Die Waffe ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Da geht's. Aber das ist halt auch kacke, ne? Da kommt er direkt aus demselben Safehouse wie ich. Ich meine, hallo? Suicide Squad? Oh, hier drunter. Ja, da ist wieder der viele Loot, denn wa? Ja, hier geht's gleich los. Wird aber ein bisschen kalt. Gerade. Ich jetzt mal so sagen. Oh. Wo ist der? Wo ist der Typ hin? Wo ist denn der? Alter. Ist Feuer, 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 Feuer. Schnell die Waffenkiste aufmachen, bevor hier wer anders kommt. Ich gönne ja niemandem was, ne? Außer mir selbst. So, warm ist mir. Maske. Brandgranate. Schocktrauma-Panzer. Haben wir.
Gut, und da wir ja jetzt wieder ein paar Medikamente haben, auch direkt einschmeißen, verschafft uns alles mehr Zeit. Müsli-Riegel. Zustand haben wir stabilisiert. Hier ist noch eine Kiste. Gucke, was man hier alles übersehen. Grafenplattenschoner. Auch noch was. Okay, das hat sich echt gelohnt, hier wieder hinzulaufen. Ist auch noch was. Hätten wir direkt anlegen können. Scheiße. Wollschal. Wo ist er? Da. Jetzt ist mir kalt. Hier war gerade einer. Aber ich werde mir mal eben schnell ein paar Sachen anziehen, die ich neu gekriegt habe. Ich kann jetzt nicht genau gucken, was jetzt hier besser ist und was schlechter. Lol. Deswegen mache ich einfach mal stupide den hier. So. Wir gehen jetzt nochmal hier hin, um uns aufzuwärmen, damit ich mir gleich auch einen neuen Punkt aussuchen kann. Ich gucke jetzt gleich mal da oben, ob der Typ noch da ist. Okay, er scheint woanders hingelaufen zu sein. Vorne war gerade was. Ich dachte, es wäre ein Spieler. Könnte auch durchaus einer sein. Ne, ist keiner. Lol. Brenn doch nicht so doll da. Ich muss da ran. Es ist kalt, aber es ist heiß und es ist trotzdem kalt. Also die Tabletten, die mir mein Arzt verschrieben hat, sind absolute Mist. Ne? Ich merke ja gar nichts. Ich habe schon wieder Infektionen. Ne? Ich blute schon wieder aus allen Löchern. So, warte mal. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wo wir hier sind. Neues Versteck. Wo sind wir überhaupt gespawnt? Das ist hier irgendwo in dem Bereich. Ne, da oben gewesen, ne? Helikopterabsturz, da. Rennen wir mal zu dem Versteck hier. Mir ist kalt, mir ist kalt. Ich könnte jetzt natürlich auf die Karte gucken, wo hier ein Feuer ist, aber ich denke, ich komme jetzt gleich rechts rein und da wird es warm sein. Lupp. Sag ich ja. Ja, habe ich natürlich alles gewusst, meine Freunde. Das ist Westentasche und so. Oh, guck mal, hier sind sogar ein paar Sachen. Was denn Zufall? Hier ist frisch gewischt, muss ich aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Ne, sonst war's das wieder mit dem Survival-Vergnügen hier. Gut, hier ist es kein Gelb. Da habe ich ein paar ganz gute Sachen gefunden. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen was wiederherstellen, um mich warm zu halten.
Haben wir vielleicht sogar Medikamente hier? Nö. Warum auch? So. Ne, ich will ja nichts für die Sachen. Nein, ich will Klamotten herstellen. Stoff. So, ich glaube, damit kann ich mir genau eine super Jacke herstellen. Die wir nämlich noch brauchen. Ich habe mir jetzt gar nicht. Ach, siehste, ich habe noch. Ich habe ja noch irgendeine Jeans gekriegt. Mal sehen, wie gut die ist. Nee, das war nicht die. Habe ich die nicht mitgenommen? Habe ich doch nicht bekommen. Fata Morgana, Morgana Fata habe ich da. Also kann ich noch ein paar andere Sachen herstellen am besten. Die mich möglichst warm halten. Ich stelle jetzt erstmal den Stoff hier. Das ist halt, der kann ja nicht wahr sein. So, Slouchy geht nicht. Der braucht nämlich zwei. Steppjacke, Blaupositzin. Halt mal, ich habe noch Klamotten, die ich zerreißen kann. Ist jetzt nicht ernsthaft der identische. Kapazität Munition, kritische Trefferschaden. Aber der hat nicht Energie, sondern live drauf. Also perfekt. Erstmal zerlegen hier den Shit. Genau wie dich. Ich habe schon wieder Klickprobleme hier. So. Zerlegen. Zerlegen. Und wenn ich jetzt nicht genug Stoff habe, meine Freunde, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich echt nicht weiter. So. Schal haben wir, Mütze. Ich muss schon wieder hier. Das ist aber auch doof, dass ich immer extra hingehen muss, ne? So, jetzt kann ich mir diesen tollen Slouchy da herstellen. Anlegen. So. Eine Blaupause Jeans. 12er kann ich nicht. Arbeitsstiefel habe ich auch nur die Stiefel Jeans. Ich stelle mir jetzt einfach nochmal eben schnell ein paar Jeans her. Damit ich da nicht andauernd von Feuer zu Feuer rennen muss. Örtliche Infektion. Oh, ein Feuer. So, jetzt gucken wir uns ganz kurz aus, wo wir jetzt hinwollen. Wir können uns ruhig eigentlich näher Dark Zone eigentlich weiter aufhalten. Da ich ja... wir rennen immer mal zum Wahrzeichen. Wieder zurückrennen? Nee, das ist mir zu blöd. Ich renne jetzt hoch zu dem Wahrzeichen. Weil ich kriege auf dem Weg noch ein paar gute Sachen. Ansonsten clear ich das. Da dürften auf jeden Fall ein paar gute Sachen rumliegen. Ich muss niesen, meine Freunde. Ich werde es unterdrücken, so stark ich kann. Okay, unterdrückt. Nein! Es hat gerade schon jemand geklärt. Okay, dann werden wir uns jetzt einfach mal in diese Richtung hier bewegen. Und zur Wegmarkierung setzen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich da den Weg hochlaufe und da eh schon alles leer ist. Ich könnte natürlich auch den Typen weggraben, aber ob der am Ende noch da ist, ist auch wieder die Frage. Spieler. Nicht. Gut. Oh. Ja, hier finde ich doch gerade alles, was ich brauche, aber ihr wart gerade ein bisschen spärlich. Hättet ihr nicht irgendwas dabei haben können? Eine Bazooka, eine Gatling, irgendwie sowas? Die hätte ich bestimmt ganz gut gebrauchen können. Oh, gibt's hier drin was? Bestimmt, wa? Wie komme ich hier rein, da? Oh ja, hier gibt's was. Sind wir in der Apotheke in der örtlichen gelandet? Guten Tag, Frau Apothekerin. Oh, Medikit. Das können wir auch gut gebrauchen. Warum rennt er denn? Finde ich auch immer total geil, ne? Er rennt dann immer noch in die Ecke, obwohl ich schon woanders hingucke. Wo
tickt denn hier die Bombe? Da vorne, oder? Hungrig, gar kein Problem, mein Freund. Ich habe da was für dich, und zwar eine Nahrungskonserve. Hast du die jetzt samt Blech gefressen? Vogel, jetzt weiß ich auch, warum ich die Antibiotika reinpfeifen muss. Kann nicht wahr sein. Was? Ich kann nur eins mitnehmen. Oh, lul. Da war ja... Liegt da noch einer? Ne, die ist tot. Gut. Mit Toten halte ich mich nicht lange auf. Die ziehen einen nur runter. Lol. Hier sind keine Fenster drin. Ich hätte die ganze Zeit dadurch... Okay. Hinterher ist man immer schlauer. Vorne ist wieder Gegnerpack. Gegnerpack. Oh. Huch, ich wollte eigentlich noch gar nicht... Sag mal. Auch wenn du mich wärmen willst, mein Freund, nicht so. Das ist zu warm. Aber hier konnten wir eben auch noch rein. Da muss ich auch noch mal reinschauen. Hier gibt es viele tolle Sachen. Hier gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um zu überleben. Gibt es nämlich schön Elektronik, und das brauchen wir ja ganz toll für unsere tolle Ersthelfermaske. Jetzt ist er durstig. Habe ich irgendwo was zum Trinken? Ne, trinken habe ich nicht. Tut mir leid, mein Freund, trinken gibt es nicht. Okay. Dann werde ich halt heute mal nicht nackt durch den Bereich hier rennen. Das habe ich sonst immer gemacht. Das ist ein sehr großes Hobby. Aber heute, die Frau hat gesagt... Habt ihr nicht gehört? Ihr sollt nicht nackt rumrennen. Aber das ist gut, dass ihr mich nochmal zurückgeführt habt. Sonst hätte ich nämlich diesen Item da hier nicht gesammelt. Ja, und ich habe trotzdem Durst. Ist halt groß. Du bist da was zu trinken dabei? Cola? Wasser? Nur Wasser, reicht doch schon. Hast du nicht? Toll. Zack, aber warte mal, wir können hier ein Feuer machen. Und wenn wir denn gerade mal hier so doof rumstehen, können wir mal gerade gucken, was wir da bekommen haben. Okay, nichts. Für mich, Mechanics. MP-Schaden habe ich noch nicht. Nein. Leider nicht, my friend. Leider nicht. Ja, auf jeden Fall fehlen so ein paar Fehlermeldungen. Das ist schon mal ganz angenehm, ne? Von wegen schlechte Verbindung zum Host und so weiter. Ich wusste von Anfang an schon nicht, wer Host ist. Da habe ich gar nicht eingeladen. Jetzt schlagen wir uns hier wieder durch diese Einöde. Und ich möchte was zu trinken finden. Warum kann ich denn nicht einfach ein bisschen Schnee tauen? Oh, hier, Bucke. Ah, hier war schon mal jemand. Bestimmt eine Tonne angemacht. Aber nicht, damit ich mich hier wärmen kann. Der hatte bestimmt andere Absichten, der Junge. Das ist auch geil unten. Links, er fragt, ob irgendjemand in der Dark Zone ist. Als ob ihm das die Typen, die jetzt schon in der Dark Zone sind, verraten würden. Ja, na klar. Komm ruhig her. Kommando. Da, gucke. Ich brauche Wasser. Boah, Alter. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Lol, lol, lol. Von wo denn, Alter? Da eine Klatsche, wie die reinhauen, ne? Unnormal. Was habe ich euch verfickt nochmal denn getan?
Wasser. Ja. Medkit. Das war aber auch das Mindeste, dass der da Medkit liegen lässt. Mir wird kalt. Oh, da vorne sind schon wieder Gegner. Oder? Ja. Und hier auch. Nein. Sind die auch Gold? Bitte nicht. Nein, sind sie nicht. Ich renne mal kurz an denen vorbei. Oh. Ja, eiskalt. Bleib locker. Hier habe ich, siehst du, C anlegen. Das waren doch schon mal ein paar bessere Stiefel, oder nicht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich renne falsch. Mir ist so bitter kalt. Denk an was Warmes, Mensch. Denk an was Warmes. So, hier können wir mal eben schnell. So, jetzt trinken wir mal eben was. Mal eine Pille reinhauen. Dann haben wir doch alles schicko. Halt mal haben wir nicht. Also mal gucken, was wir uns jetzt wieder herstellen können. Wir haben mal einiges an Items gefunden. Aber die Waffen gefallen mir noch nicht. Hier ist eine Werkbank. Aber erstmal gucken wir, was wir nicht brauchen. Kommandopanzer. Der hat zwar mehr Rüstung, aber er geht nur auf Dingens. Und das ist scheiße. Deswegen können die beiden Dinger wieder weg. Da bin ich doch lieber der Traumatisierte. Sehr gut. Den wieder zerlegen hier. Handschuhe. Das sind immer noch die Scheißdinger. Da haben wir nichts Neues bekommen. Hier auch nicht. Waffen. Oh! Gut, das erklärt sich dann von selbst, welche wir da nehmen. Pistole haben wir keine neue bekommen, aber die können wir zerlegen. Waffenteile. So, jetzt können wir wieder werkeln. So, jetzt machen wir uns hier einfach einen Virusfilter. Fortgeschrittenen Virusfilter. Sehr gut. Impulsgeber. Ich hätte gern die Heilung einfach nur. Die würde ich wenigstens haben wollen, bevor ich in die Dark Zone gehe. Was brauchen wir dafür? Erste Hilfe. Erste Hilfeset habe ich. Elektronik. Werkzeug. Ei Werkzeug. Nein! Ah, doch, da. So, jetzt müsste ich es herstellen können. Genau, Erste-Hilfe-Medizin. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, Suramine, Haftgranate oder der Impulsgeber. Suramine wäre natürlich schön. Waffenteile bräuchte ich 3, Elektronik habe ich, Werkzeug blau bräuchte ich auch. Gucken wir mal. Waffenteile habe ich keine mehr. Scheiße. Das ist natürlich schlecht jetzt, aber ich könnte nochmal eben schnell. Zusätzliche Hilfetasche, was kostet die denn? 2 Stoff blau habe ich nicht. Toll, warum nicht? Ich würde jetzt wirklich gerne diese dreckige Impulsgeber da noch, ne, nicht einen Impulsgeber, sondern eine Suchermine oder so mit herstellen. Aber es ist nur eine, ne? Das ist ja nur eine. Dann nehme ich den Impulsgeber jetzt einfach mit. Was macht er denn? Er macht kritische Trefferchance. Oh, Wahnsinn. Richtig viel gibt er mir dazu. Was macht die Haftgranate? Hm, die macht ein bisschen Explosionsschaden. Die Haftgranate würde ich, glaube ich, gerne mitnehmen. Waffenteile 3, Werkzeuge. Ich bräuchte mehr Waffen.
So, jetzt haue ich mir wieder eine Tablette rein. So, genug mit dem Rumgefarme hier. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt zusehen, dass wir möglichst bald auch in die Dark Zone kommen. Am besten nehmen wir vorher aber noch das Ding hier mit. Genug Zeit haben wir ja. Komme ich da raus an den roten Panels? Oh ja. Ich dachte schon, ist nur für Feuerwehren wieder Beute. Ja, mir wird das immer noch zu schnell kalt, ne? Ich. Ein paar Klamotten wären echt schön. Taktik-Hoodie. Ich hab drum gebeten und ich bekomme. Danke vielmals. Wie komme ich denn jetzt da rein? Ach so, doch weiter wieder zurück. Hier geht es dann anscheinend irgendwo rein. Ja, hier. Ach, hier sind wir. Gucke an. Oh ja. Sehr, sehr, sehr einladend. Auf jeden Fall. Ja, doch, hier, das kenne ich aus der Mission noch. Hier ist es sehr, sehr gemütlich und hier sind ganz viele nette Leute wahrscheinlich. Eieieiei. Okay, so nett doch nicht. Weniger. Ja. Seht ihr den? Der trifft mich. Der trifft mich von da, Alter. Ich habe keine Medikits. Oh, oh. Komm ich hier im Kreis rennen? Nee. Ich hau ab. Ich finde das sehr beruhigend, dass die Leute hier immer so viel. Oh, oh. Dass die Leute hier immer so viel aushalten. Schon mal gesagt. Wo ist er denn jetzt? Jetzt sehe ich den nicht. Wo gehst du hoch? Da. Ja, komm her. Treppen hoch, ja, du musst es richtig. Mein Gott, ey. Wehe, das ist keine Waffe. Ist keine Waffe. Nein! Ich friere wahrscheinlich. Gut. Sammeln wir mal eben schnell den Rest ein. Es ging ja noch mal gut. Ich hasse diese dicken Typen, ne? Ich wollte nicht da reingucken, ich wollte mir immer eben schnell wieder eine Spritze setzen. Habe ich doch zwei gekillt oder nicht? Wo ist denn der andere hin? Der hat für mich nichts fallen lassen, weil er keine Lust hatte. Dann gucken wir doch mal eben schnell Schützenholster. Jo, das sieht doch schon gut aus. Schutz zur Elite, zerlegen hier das Ding. Oh nein!
Noch mehr so eine Typen. Na komm her. Nein. Granate? Was schmeißt ihr denn? Hallo, sei mal nicht so unfreundlich. Ich hab dir gar nichts getan. Kopf hoch, aber nicht zum Granate schmeißen. Nur um mir die Chance zu... Alter. Jetzt nimmt dein Kopf hoch. Was will er denn? Ich habe keine Munition mehr, Leute. Grafenplattenschoner. Jetzt habe ich wieder Munition. Eine SKH oder sowas. Konnte ich gerade erkennen. Hier geht's tief lang. Alter Schwede. Wie sind denn hier? Alles auf Krampf hier, ne? Exotische Schaden, bla 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 bla. Desorientiert Widerstand, 1000 Lebenspunkte. Exotische Schadenminderung. Da wird das Ding mehr Rüstung, aber weniger Dings. Plus 7 gegnerischer Rüstungsschaden. Desorientiert unter Schockwiderstand. Das macht gerade mehr Sinn, einfach nur aus dem Grund. Weil desorientiert und so ein Quatsch. Ich meine, ich krieg ja nicht die ganze Zeit von denen hier Granaten um die... Ach, ihr wisst, was ich meine. Leck mich doch am Arsch hier, komm. Ne, Surplus? Oh ja. Das wird jetzt richtig lustig. Auf Distanz. Und die für den Nahbereich. Hier finde ich auch noch was. Ersthelfermaske. Direkt anziehen. Ich muss sagen, ich finde meine Knarre jetzt nicht unbedingt die beste, die ich hier vom Herrn hätte kriegen können, aber vielleicht macht sie ja Spaß. Wie viel Schuss habe ich denn? 32. Mit so einem kleinen Knutschkugel-Dingen. Auf jeden Fall ist der Bereich hier, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ easy zu machen. Wir haben ja gleich genug. Ich muss jetzt, siehst du, da hat schon eine andere jetzt die Dark Zone. Ich hätte auch schon in die Dark Zone gehen können, aber ich bin der Meinung, Erste-Hilfe-Set und so wäre noch ganz gut. Ich bin ja auch bescheuert, ne? Leute, ich habe das nicht ausgerüstet. Ich... Alter. Das hat keiner von euch gesehen und gemerkt, bitte. Alter, ist ja hier echt der komplette Bereich, den ich jetzt machen kann? Oho, eine M249 Parataktik, Junge. Das ist hier ja echt jetzt sozusagen zum Gaumenschmaus, was hier passiert. Grafenplattenschoner. Kritischer Trefferschaden unter Schockwiderstand, aber das ist nicht kein, ist kein Leben drauf, mein Freund. Ist kein Leben drauf. Aber die geloben wir uns. Ja, genau! Ist ja nicht so, dass ich dachte, ich stehe genug weit genug weg. Stehe genug weit genug weg, ja. Weit genug weg, allgemein. Na, jetzt ist der, siehst du, hier ist der Bereich ziemlich zu. Obwohl ich da normalerweise ja durchkommen würde. Aber hier steht noch ein Medkit-Pack. Gut, hier geht's Treppen nach oben. Nein, geht's nicht. Okay, dann darf ich den ganzen Weg jetzt wieder zurückrennen. Granate.
So, da scheint es wirklich. Hier ist immer. Überall ist hier noch was. Weißt du, ich will schon langsam abhauen. Ui, geil. Wie viel Rüstung hat das Ding denn, Junge? Hau mir ab. Leck mich fett. Gut, sollte jetzt auch langsam reichen, glaube ich. Ja, habe ich gesäubert, gecleant, alles super. So, ich werde mir jetzt dann zum nächsten Versteck verhelfen hier. Zum richtigen Versteck, da. Warte mal, was ist hier los? Untergrundeingang, ne. Ich möchte zu dem Versteck hier. Warte mal, da ist ein Überleben. Ein bewusstloser Spieler. Den könnten wir rein theoretisch ja vielleicht sogar noch retten. Oder auch einfach plündern. Gucken wir mal. Boah, diesen ganzen Weg wieder zu latschen, ne? Komme ich da jetzt am schnellsten hin? Was ist der denn? Der liegt im Untergrund? Nee, komm. Nee, Alter. Ach, wir machen uns doch mal auf den Weg. Ich glaube das nicht, dass ich da jetzt ernsthaft hinrenne, ne? Ich glaube es nicht. Wird schon Grund haben, warum der tot ist. Okay. Ja gut, dann rennen wir wieder hoch. Er ist auf jeden Fall nicht mehr hier gewesen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Versteck. Ist hier nicht in der Nähe noch eins? Ja, direkt in der Nähe würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen, ne? Gut, nur noch Klamotten eindecken. Alles zerscherbeln da und hast du nicht gesehen, zerlegen, bisschen besser eindecken für die Dark Zone und dann geht's auch los. Dann machen wir uns auf den Weg zu den Virustatica. Der Gefühl, ich renne falsch. Ich renne falsch. Oh. Ich gebe's Wasser. Ist voll, ehrlich jetzt. Okay. Ich will nicht sagen, da hinten geht's hoch. Gut. Bin ich da jetzt genau von hier gekommen und einfach muss man nach rechts und falsch gelaufen. Scheiße. Oh nein. Alles voll? Was ist denn hier los? Müsli-Riegel. So.
Der Typ hat mich hoffentlich nicht gesehen. Gut, okay, hier geht's nicht weiter, oder was? Nö, scheiße. Was hängst du hier so rum? Ist das nicht ein bisschen kalt? Oh. Alter. Nee. Gibt's nicht einen anderen Weg dahin? Ja, da oben lang. Alter, komm. Jetzt will der mich auch noch foppen hier. Keine Zeit für so einen Rotz. So, da war doch noch irgendwo ein anderes Versteck. Das ist genau derselbe Weg. Kann ich auch hier hinrennen. Dann nimmt sich das nicht. Außerdem dürfte die Patrouille ja jetzt weitergelaufen sein. Müsste ich da hinten gleich links kommen. Alter, ist das einer, ist das zwei? Ah, die drehen wieder um! Fick dich, Junge. Mein Gott, ey. Die sind immer so gar keine knappen Momente, die hier passieren. Überhaupt nicht. Das ist alles immer schön. Hab ich jetzt so eine. Da krieg ich Puls, Freunde. Wenn man weiß, dass man denn tot ist und war wieder alles für den Arsch, da lege ich mich ungern mit den goldenen Typen an. Die sind auch so unberechenbar, ne? Die rennen einfach so kamikaze-technisch auf dich zu. Das geht gar nicht. So, aber da hinten ist doch schon das Versteck. Dann basteln wir Dark Zone, ausfliegen, schick. Dark Zone hört sich jetzt einfach an. Gucken wir einfach mal, wie wir uns jetzt equippen können. Und dann wird das schon. Durstig ist er. Dann trink doch einen Schluck, Mensch. Wo ist denn da? So, oh. Was haben wir denn hier für Klamottes bekommen? Ui, 854. Ja, sieht gut aus. V. Und zerlegen. So, Schnellsturmmaske. Lebenspunkte bei Tötung. V. Die hören sich auch gut an. Passt. Hauptsache richtig schön viel Rüstung drauf. Dass ich auch ja viel aushalte bei den Typen. Das geht einem schon ziemlich auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir gar nicht, ne? MP-Schaden, kritischen Trefferschaden. Aber es ist mehr Rüstung drauf. Schützenholster. Nö. Beide haben dismissed. Gut, was haben wir hier noch dazu gekriegt? Eine AK-47 Classic, eine MP5N Navy Version. Die macht 600 Schuss, 550.
800 SPM ist schon klar und die macht 825 SPM bei 5025. Gut, die raus, die raus, die raus, die raus. Die Surplus, die ist aber, die AK ist auch nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, ob ich das Maschinengewehr auch noch mit rausknallen soll. Lass mal zerlegen, Überblick. Also ich will die Surplus behalten. Und ich denke, die MP5N. Kompetent hier. Waffenschaden wird für 15 Sekunden um 10% erhöht, nachdem eine Fertigkeit eingesetzt wurde. Hier ist nichts aktiv. Hier ist diszipliniert. Wird die nächste Schuss mit einem kritischer Treffer. Ja. Hier ist fordernd, weil da jede Minute aktiv erzielt wird, verlängert die Dauer, bla bla bla. Okay, das heißt, die fliegt raus. Und leider Gottes fliegt die auch raus. Gut. Jetzt gucken wir, was wir alles Schönes herstellen können. Ach, Kacke, nur Dreckswaffen, ne? So, erstmal eine Haftgranate. So, haben wir erweitert das Magazin und so. Das gibt's hier alles noch gar nicht, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö. So, 14, 19, 14, 12, 8, 15, 8. In Trekkinghose wäre nicht schlecht, ne? F anlegen. So. Reicht. Eben hat das ja auch schon ewig gedauert, bis wir überhaupt kalt wurden. Zusätzliches Erste-Hilfe-Set. Immer nice. Das stellen wir uns natürlich auch mal eben her. Inventar ist voll. So, meine Freunde. Jetzt fehlt noch ein paar Sachen, die wir uns hinstellen können. Aber goldene Sachen haben wir halt noch keine. Aber das wird erst in der Dark Zone möglich sein. Oh, jetzt müssen wir uns echt auf den Weg machen. Wo bin ich denn noch richtig schlecht aufgestellt? Brust, Rucksack und Knieteile. So, Rucksack. Brust. Und Knie. Ich bin da ein bisschen paranoid, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich einfach immer nicht weiß. Ich möchte dann immer doch schon relativ gut equipped da reingehen. Ob das natürlich jetzt gut war, was ich hergestellt habe, ist jetzt auch wieder die Frage. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Ich verlasse mich jetzt einfach mal stupide drauf. Dann gucken wir mal. Und jetzt geht's ab in die Dark Zone, meine Freunde. Jetzt geht's ab in die Dark Zone. Ne, ich will den Eingang in die Dark Zone. Da. Sag mal. Danke. Wo tickt hier die Bombe? Ich renne einfach weiter. Hat nochmal geklappt. Ich glaube, ich habe nur 2 Grad Temperaturunterschied. Das heißt, ich kühle. Ne, 3 Grad kühle ich aus. Das passt schon. Es geht.
wie sie da kommunizieren. Ja, an euch renne ich einfach mal vorbei. Muss ja nicht sein, dass ihr mir meinen Auftritt hier noch versaut, nicht wahr? Wo schickt er mich denn jetzt ganz hin? Ja, wir machen es noch einmal warm. Und rein geht's. Virustatiker, die sind da. Gut. Machen wir uns doch mal auf den Weg. Vorne liegt Munition rum. Hier ist es kälter als woanderswo. Ich hasse diesen Baseball-Typen, ne? Der nervt. Schnell mal kurz hinter eine Deckung hier. Hä, wo bleibt er jetzt? Da siehst du, er kommt. Mein Gott, ey. Nervt mich doch nicht ab. Was haben wir da gerade gefunden für eine MP? Eine PP19. Was hat sie denn? 4600 über 700 Schuss. Oh. Okay. Doch, geht klar. M44 Jagdversion. 31k. Nein. Ist schon okay so gewesen, Mann. So. Wir machen mal mit der PP19 weiter. So, wo ist denn jetzt? Die Virustatiker müssten hier ziemlich nah im Bereich sein. Ah, scheiße. Jetzt geht's mir auf den Sack. Jetzt geht's mir richtig auf den Sack.
Wie viele denn wieder? Komm hier. Granate. Gib mir nicht auf den Senkel, echt nicht. Wo bist du? Vogel. Stell doch einfach dein scheiß Geschütz auf, genau. Ich treffe ihn nicht. Alter, der nervt, ne? Der nervt so ab. Komm jetzt her hier. Du gehst mir so auf den Piss, ne? Ich habe ja alles. Alles gut, ich gehe ja schon. So, hier haben wir die Virustatika. Mit dem Virustatika entkommen. Ich muss aber vorher noch die Pistole herstellen. Das heißt, ich muss vorher zu einem Versteck. Warum denn das da oben? Hier ist doch vorher auch noch eins in der Nähe vom Apfelbereich, oder? Bin ich jetzt blöd? Das ist doch nicht der einzige. Egal, ich renne jetzt da hoch, um dann wieder runter zu rennen. Habe ich nicht nochmal Medikamente gefunden? Doch, klar. Hier. Warte mal, ich muss jetzt ja nicht unbedingt da hinten durchrennen. Ich komme, glaube ich, hier auch über einen anderen Weg lang. Ja, wenn ich so renne und dann gleich rechts. Jetzt hat der Hunger. Jetzt wird er wehleidig in der Dark Zone. Da kriegt er Schiss. Genau dahin komme ich nämlich durch, wo ich eben auch gerannt bin. Und da haben wir nämlich unser Division Tech, was wir noch gebraucht haben. Perfekto! Gott, oh Gott, oh Gott, die gehen hier ja richtig ab. Nur einer hat wohl noch mit überlebt mit mir hier in der Dark Zone. Oh. So. Das wird gleich lustig. Oder auch nicht. So, gut, meine Freunde. Jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt muss ich die Werkbank finden. Da ist sie. Und erstmal zerlegen wir bloß schnell die Sachen, die wir nicht mehr brauchen.
Ja, zum Zerlegen markieren. Oh, die hat eigentlich ganz gut Basis-Damage, ne? Oh, 650 SPM. Ist aber langsamer, also von daher fällst du auch weg. Gut. Haben wir hier jetzt noch irgendwas bekommen, was wir zerlegen können? Nichts. Nicht mal eine Pistole, eine ordentliche, ne? Ist auch für den Arsch. Gut. Gucken wir, was wir herstellen können. Bessere Waffe, etc. pp. Wäre noch ganz echt cool. Ganz echt cool. Eine goldene PP19, 5883 bei 700 SPM. Gut, nehme ich. ACR-Taktik, 760 SPM, nee. Das G36 kommt mir eigentlich ganz gelegen. Die mag ich herstellen. Halt! Erstmal mache ich die Kaxi-Signalpistole, bevor ich da wieder alles verbaue. So, das haben wir hergestellt. Und jetzt können wir nichts anderes mehr herstellen, weil wir nicht genug Waffenteile haben. Ja, herstellen, Leute. Einfach nur herstellen. Komm. Wie viel können wir herstellen? Tititit. So, wie viel davon? Oh, das ist wenig. Das ist echt wenig. So, verbessertes G36. Gut, anlegen und gebaut. Sehr schön. Stoff und ja, genau. Ich könnte mir noch ein Ding davon herstellen. Aber ein erweitertes Magazin wäre noch schön. Warte mal, da. Oh, schwere Magazinfeder. Schnellwechselmagazin. So, Hochgeschwindigkeit, schwere Magazinfeder, Feuergeschwindigkeit, kritische Trefferchance. Oh, ich gehe auf schwere Magazinfeder. Leck mich. So, bestätigen. Da ist nämlich noch irgendein Visier hier. ACOG-4, was macht das? Präzision. Kritische Trefferchance. Mini-Reflexvisier. Passt das überhaupt auf meine Knarre drauf? Ha, das wär's jetzt, Leute. So, bestätigen. Schalldämpfer, verminderte Bedrohung, gesteigerte Bedrohung, kritischen Trefferschaden. Den Kompensator, Präzision. Alter, ich möchte. Ja, egal. Jetzt keine Zeit, hier alle möglichen Scheiße übertrieben auszusuchen. So. Ist noch ein Handstop oder einen kleinen Griff, kritischen Trefferschaden, Präzision, optimale Reichweite, Nachladetempo bei einem Handstop. Ja, mir egal. Nehme ich. G36 bestimmt ganz cool. Ja, bitte guckt jetzt nicht hier im normalen Game. Ist klar, dass ihr das anders machen würdet. Mir geht es einfach bloß darum, den Scheiß hier schnell fertig zu kriegen. So, Klamotten können wir noch was herstellen. Eine ordentliche Weste mit ordentlicher Rüstung. Wäre ganz schön. Naja, geht, ne? Anlegen. Gut. Haben wir das auch. So, einmal ausgestattet. Signalpistole habe ich. Versiegelte Behälter habe ich auch ein paar dabei. Gut, das kann man nochmal zerlegen hier. Bringen wir jetzt nicht weiter. So, und jetzt hauen wir ab. Come, we kill you too, like the two other. Thanks for trying. Oh Gott, hier sind schon wieder ein paar Abcamper, wa?
So, wo ist der Abholbereich? Ich nehme. Nee, der ist mir zu hart, oder? Och, ich nehme den. Ich nehme den Abholbereich. Ich probiere es einfach. Medkit kann ich nicht mehr mitnehmen. Ist ja gut, dass ich schon wieder in die falsche Richtung renne, ne? Boah. Was wird denn mir jetzt hier noch angezeigt? Ich kann doch auch da hinten ausfliegen. Ach, ich bin auch doof. So. Ich bin ein bisschen angespannt, Leute. Ihr merkt das schon wieder. Wenn ich schon wieder unten links lese, dass da wieder Leute sind, die abcampen, nur um die Leute daran zu hindern, dann kriege ich leicht einen Zapper. Weil es sind ja wieder gleich mehrere. Ja, schwere Sepsis. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss jetzt bloß noch ausfliegen. Division Tactics brauche ich gar nicht. Ich bin jetzt schon wieder in eine Sackgasse gelaufen. Bin ich doof? Hier muss doch der Weihnachtsmarkt kommen, oder nicht? Darfst du keinem erzählen, dass ich mich jetzt hier gerade verlaufe? In der Dark Zone. In der Dark Zone. Verlauf mich hier nie. Da hinten kommt der scheiß Weihnachtsmarkt. Oh mein Gott. Oh Gunshot. Oh Gunshot. Was das so ausmachen kann, wenn die Atmosphäre hier noch so ein bisschen geändert wird, ne? Man weiß ja nicht, wofür man es noch braucht. So, warum wird die Musik jetzt hier so eklig angespannt? Ich habe gerade echt Puls, Leute. Okay, das ist der Typ wieder. Der Typ geht mir jetzt schon ziemlich auf den Sack. Wo ist der? Wo ist er denn hin?
So, den Typen haben wir down. Jetzt bitte lass hier keinen mehr auftauchen. Oh ja, das hört sich jetzt schon gut an. Ich mache mich auf den Weg. Ich sehe noch keinen. Oh Leute, oh Leute. Puh, meine Freunde. Alter Schwede. Und ich dachte schon, dass sie jetzt hier wieder alle auf mich warten, ne? Hier wartet keiner. Ein anderer hat jetzt auch noch ausgeflogen. Er fliegt. Keiner mehr da. Sehr schönes Ding. Ja, falls ihr euch wundert, ich habe die Sounds ausgestellt, was die Sprachendinger angeht, weil wenn man das immer und immer wieder hört, kriegt man dann Zapper. Deswegen nur noch der Untertitel da, also wundert euch nicht, dass Feng Lao gerade nicht mit ihrer lieblichen Stimme mit uns gequatscht hat. Ich wollte einen Spieler wiederbeleben, ich kann ja nichts dafür. Ne? Schön. Ein paar Punkte gekriegt. Rang 5 Meister. Und ein paar schöne Belohnungen. Überleben schließen. Was haben wir denn geborgen? Ausstattung, Ausstattung, Ausstattung und Modbehälter. Mhm. Gucken wir doch gleich mal, was drin ist. Ein Meister im Überlebenmodus erfolgreich überleben und entkommen. Ja, ich krieg jetzt sogar Uplay extra Dinger hier. So, gucken wir mal, was in der Kiste. Mensch! Was soll denn das? Ich also. So. Überlebenlager. Was? Hä? Ist das jetzt direkt in meinem Inventar gelandet oder was? Ja, ist es. Lull. Richtig gut. Gucken wir doch mal, was drin ist. Und wir haben. Operator-Rucksack, Dead-Eye-Positionierungs-Knieschoner. Okay, Dead-Eye ist jetzt nicht so mein Ding. Operator. Und wir machen weiter. Autorität des Taktikers. Auch wieder nicht so meins. Ich möchte, Predator oder so, oder... Banshee ist auch gut. Mano, Predator oder Dingens bitte? Hier, wie heißt es denn? Alpha Bridge. Firecrest. Mikro-Shuttle. Was kriege ich denn jetzt hier? Ich wollte ein bisschen Predator haben. Na gut, die anderen Sachen müssen wir uns gleich genauer angucken. Vielleicht ist in dem versiegelten Waffenbehälter was Schönes drin. Gucken wir mal. Eine SRSA-1 und eine doppelläufige Schrotflinte. Alter. Ein Operator-Rucksack. Kann hier mal bitte was... Oh. Eine Lvork... Modell 700er Dings über eine Rückholer. Also von dem, was ich bis jetzt wollte, habe ich noch nichts bekommen. Hallo? Eine MP7, eine M4 Polizeiversion ist wieder da. UMP45 Polizeiversion. Einsame Heldmaske, na gut, ausstattungstechnisch nicht ein Teil gekriegt von denen, die ich eigentlich wollte. Aber wir können ja mal gucken. So, hier ist mein ganzer Kram von 1.4 noch. Boah, es ist alles unsortiert. Ja. Zeige ich euch am besten irgendwann mal andermal, wenn ich das Set wieder zusammengestellt habe. Aber hier kann ich mal kurz gucken, was wir denn gekriegt haben. Ah, da, 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 da. Kompensator, Stabilität, kriegst du Trefferchance. Ah, nicht das Gelbe vom Ei, nicht das Braune vom Arsch, meine Freunde. Aber das kann ja nur besser werden. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Der Erfolg ist da. Der Glücksgefühle-Moment ist da.
geschafft, geschafft. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten, meine Freunde. Wir sind dann auch erstmal durch, zumindest für diesen Survival-Part. Natürlich werde ich das noch ein paar Mal versuchen, wahrscheinlich auch in der Gruppe. Und daran lasse ich euch natürlich auch teilhaben und werde das für euch aufzeichnen und dann hier bei YouTube hochladen. Ja, meine Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare, liebe Freunde. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot. Are you listening? Damn.